Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch die Bridge-Form vorstellen. Das sind neue Tipps in meinem Shop und die haben eben diese typische Form für eine Bridge. Es sieht aus, als würde man ja eine kleine Brücke haben, wenn man in den Tunnel hineinschaut. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man den Aufbau gestaltet. Das ist nämlich gar nicht so einfach und natürlich die ganzen Feilschritte, wie man die Bridge-Form am besten feilt. Ich habe den Tipp in der Press-on-Technik befestigt, wie ihr sehen könnt, und dann geht es auch gleich einmal los. Also bleibt dran, meine Lieben. So, anmattiert habe ich alles. Jetzt kürze ich den Tipp. Da der Tipp durch die Form nicht in einen Tippcutter passt, nehme ich mir eine ausgemusterte Nagelhautzange und knipse links und rechts einmal rein. Und dann ja, bewege ich den vorderen Teil so ein bisschen hin und her, bis er sich eben ablöst, und dann habe ich eben meine gewünschte Länge. Ich weiß, die Nägel sind jetzt sehr, sehr lang, aber gerade bei der Bridge finde ich es schöner, wenn die Nägel lang sind. Das freie Nagelende, also dieses Bridge-artige, feile ich jetzt noch mal so ein bisschen in Form, und dann geht's los mit dem ersten Schritt. Wir bauen uns jetzt erstmal unseren Brückensteg. Durch die vorgegebene Tippform haben wir schon so kleine Hilfslinien, und im freien Quatsch, auf dem Nagelbett, wie ich gerade angezeigt hatte, arbeiten wir uns so eine kleine Rundung. Ich arbeite das jetzt hier in drei Schritten. Also ich habe einmal Produkt aufgetragen und nehme aber gleich noch Produkt nach. Einmal hier für die Rundung. Also ich habe etwas zu wenig Produkt genommen. Man kann das natürlich auch in einem Schritt machen. Und hier arbeite ich mir jetzt in Verbindung mit eben dieser kleinen Brücke, diesem Steg, den ich oben auf dem Tipp habe, so eine leichte Rundung. Und die arbeite ich mir ganz, ganz sorgfältig aus, also sowohl die Rundung vorne als auch die Seiten. Ich möchte nämlich wirklich im Nachhinein auf gar keinen Fall viel feilen müssen, da man diese Form ganz leicht verfeilt und es auch mein erstes Mal war, dass ich diese Form gearbeitet habe. Und in dieser Technik, wie ich es gemacht habe, war es doch gar nicht so schwierig, aber es hat auch lange gedauert, das gebe ich natürlich zu. Also ihr müsst bei dieser Form dann eben immer diese Kanten bei behalten. Und das mache ich jetzt, indem ich mir wirklich so eine, ja, erstmal diesen mittleren Steg arbeite und dann auch relativ hohe Kanten habe, aber nicht zu viel. Ich möchte natürlich nicht, dass der Nagel zu stark aufbaut und dann im Endeffekt klobig wirkt, da die Bridge-Form ohnehin eine sehr, ja, maskuline Form hat. Also sie ist nicht sehr filigran, sagen wir es mal so. Und im vorderen Bereich nach dem Anhärten nehme ich jetzt nochmal Produkt nach, um mir den vorderen Teil meines Stegs ja noch auszumodellieren, auszuarbeiten, damit ich da eben auch so eine hohe Kante habe, an der ich auch gleich lang feilen möchte, um diese Form bzw. diese Kanten wirklich präzise auszuarbeiten. So schaut es einmal seitlich aus, und dann geht es los mit einem Wechselfeilenblatt. Also ihr braucht eine schmale Feile. Und da gehe ich jetzt an die Seite ran und feile mir wirklich diese Seitenlinie meines Stegs schön gerade. Also da dürfen keine Wellen oder irgendwie sowas drin sein, da ich die Seiten quasi der Bridge daran andocken möchte, und zwar so sauber und ordentlich wie nur irgend möglich. Und die Oberfläche meines Stegs befeile ich jetzt so, dass wirklich eine gerade Fläche entsteht. Und durch dieses Feilen, das seht ihr dann, werden eben diese seitlichen Ränder sichtbar. Und wenn das passiert, ist es genau richtig. Also ihr müsst so lange die Oberfläche befeilen, bis ihr eben diese Ränder wirklich schön sichtbar bekommt. Das gleiche mache ich an dem ovalen Ende meines Stegs. Das feile ich schön rund, sodass auch hier eine schöne ja, Rundung entsteht, eine schöne runde Kante. Und so sollte der Steg dann in etwa einmal aussehen. Also wir haben wirklich schöne scharfe Kanten, an denen wir gleich andocken können. Ich habe jetzt hier Nailart aufgetragen. Das tut jetzt nicht zur Sache bezüglich des Aufbaus. Ich werde jetzt erstmal den hinteren Bereich und dann eben die Seiten auffüllen bzw. modellieren. Ich setze mir hier eine größere Menge auf, und unser Steg
bleibt komplett frei von Material. Den haben wir nämlich schon so weit ausgearbeitet, dass da nichts mehr drauf muss und da muss man auch darauf achten, dass da auch wirklich nichts drauf kommt. Das immer wieder beiseite schieben. Ich verwende hier bewusst Acrylic-Gel, da es einfach mit Gel fände ich es persönlich viel zu schwer, eine Bridge zu arbeiten. Für mich persönlich als Bridge-Anfänger. Und jetzt modelliere ich den hinteren Bereich so, dass ich an meinen Steg, an die Rundung andocke und auch den hinteren Bereich rund arbeite. Also ganz gewohnt wie bei einem gewöhnlichen Gelnagel üblich. Also nicht in die Ränder arbeiten, schön dicht an den Rand, aber nicht in die Ränder. Und eben so wie bei einem New Style Nagel könnte man sagen, dass der Nagel eben schön ansteigt und beim Steg angekommen dann wieder in diese Gerade übergeht. Und die Seiten, die streiche ich einmal aus, die werde ich gleich in den nächsten Schritten arbeiten. Also ich habe noch zwei weitere Schritte vor mir, aber das ist die beste Methode, um diese Form gut möglichst auszuarbeiten, ohne dass man dann im Endeffekt viel feilen muss. Und ja, das modelliere ich dann so lange aus, bis es halbwegs perfekt ist. Wie gesagt, also feilen bei dieser Form sollte man nach Möglichkeit nicht zu viel, denn das ist wirklich anstrengend und auch eigentlich kompliziert, wenn man das alles feilen müsste. Jetzt arbeite ich jetzt, ja, jetzt arbeite ich die Seitenlinien aus, auch wieder mit dem Acrylic-Gel. Und da achte ich darauf, dass ich nur meine Nail Art, also sprich das Glitzer, was ich aufgetragen habe, ausarbeite, aber auch hier nicht über meinen Steg arbeite, sondern wirklich möglichst flach, nur die Nail Art abdecke. Also so, dass die Form im Prinzip schon so bleibt und ich, wie gesagt, nicht mehr viel feilen muss. Das ist das A und O für mich persönlich bei dieser Form, dass man die vorgegebene Tippform eben nicht ruiniert, indem man zu viel Material aufträgt und dann unendlich viel feilen müsste. Das macht das Ganze viel zu kompliziert. Also wirklich nur so viel Produkt auftragen wie nötig. Und dabei seht ihr auch, dass ich mir viel, viel Zeit lasse. Also es hat auch wirklich lange gedauert, diesen einen Nagel zu modellieren. Aber im Endeffekt ist das Ergebnis wirklich schön geworden. Jetzt arbeite ich diese Seite einmal und dann sieht das Ergebnis einmal so aus nach dem Abcleanern. Also die Form ist quasi schon halbwegs schön ausgearbeitet. Ein bisschen feilen muss ich natürlich noch und das mache ich, indem ich mich erstmal mit den beiden Seitenlinien beschäftige. Da muss ich auch nicht viel feilen, die sind ohnehin gerade. Und hier muss ich jetzt darauf achten, dass ich wieder diese Kanten ausarbeite und eben diese Rundung feile. Ich beginne einmal wieder mit meinem Steg. Das ist ja der einfachste Teil. Da muss ich jetzt nicht allzu viel feilen, nur noch einmal drüber gehen, um eventuell Produkt, was doch drauf geraten ist, wieder runterzunehmen. Und dann gehe ich an meine Rundung, an den Nagelwall, feile dort alles schön flach im Wallbereich, an den Seiten. Und sehe eben zu, dass ich diese Rundung beibehalte, der dann eben in den Steg übergeht und dann diese Gerade bildet. Zu den Seiten hin feile ich auch einmal in die Rundung, sodass ich dann in diese Gerade von den Seiten komme. Und das hier arbeite ich jetzt so lange, bis ich eben zufrieden bin und richtig gut den Übergang zwischen dem Steg und der hinteren Rundung, also dem hinteren Teil des Aufbaus, eben nahezu perfekt geschaffen habe. Wie ich schon erwähnte, das war meine erste Bridge. Also sie ist natürlich noch nicht hundertprozentig perfekt, aber ich finde, das Ergebnis kann sich soweit dann erstmal sehen lassen. Und wie ihr hier seht, wir haben diese Rundung geschaffen und die arbeite ich mir jetzt noch ein wenig mehr aus, damit ich wirklich ja, zufrieden bin. Das mache ich eben so lange, bis ich der Meinung bin, okay, jetzt ist es gut. Und dann beschäftige ich mich mit den Seiten, die ich auch wieder ähnlich wie bei meinem Steg feile, also so, dass die Kanten gut sichtbar werden, überschüssiges Material abgetragen wird und ich wirklich
ja, eine schöne, gerade, ebene Fläche erhalte. Das mache ich natürlich auf beiden Seiten und kontrolliere auch nochmal, ob der Übergang zum hinteren Aufbau, also diese Rundung, dass die richtig schön in die Gerade übergeht. Und hier befeile ich die andere Seite genauso und auch nochmal das freie Nagelende. Da stelle ich den Nagel wie so einen Pferdehuf auf meine Feile und feile dann nochmal die Seiten gerade. Ja, und so schaut dann einmal das Endergebnis nach dem Feilen aus. Also ich denke, für meine erste Bridge kann es sich durchaus sehen lassen. Und dieses Design habe ich dann noch on top gearbeitet und werde euch dieses natürlich auch noch am Sonntag zeigen. Ich hoffe, euch gefällt die Form. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch schon mal an einer Bridge versucht habt, ob ihr diese Form toll findet. Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst mir auch gerne ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben da und vergesst auch nicht, mir auf Instagram zu folgen, denn dort erfahrt ihr alle News zuerst. So, meine Süßen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis bald, ihr Süßen. Ciao!